Moin, Johannes hier, und ich habe euch heute was mitgebracht, was mich richtig beeindruckt hat, und zwar maschinelle Übersetzungen von DeepL. Vielleicht kurz zur Vorgeschichte: Es gibt mit Google Translate und etlichen Nachahmerprodukten ja eine Menge freie Übersetzungssoftware, die sich über die Jahre auch verbessert hat und die trotzdem immer in so einem Stand geblieben ist, wo man dachte, naja, das kann ja aber auch nicht mal im Ansatz Konkurrenz sein für eine händische Übersetzung. Und dann gibt es manchmal so Sprünge in der Technikwelt, wo man denkt, ups, auf einmal ist ein Problem deutlich näher an der Lösung, als man das vor 3, 4, 5 Jahren noch glaubte. Und so ist es hier passiert mit einem Tool, das ich euch eben vorstellen möchte. Man kann das online ausprobieren: www.deepl.com/translate. Eine deutsche Firma, die auch vorher schon im Wörterbuchbereich tätig war und die jetzt ja, neue Techniken benutzt hat, die zum Beispiel Google selbst auch bei der Verbesserung der Go-Spielstärke eingesetzt hat und die viele andere Firmen jetzt auch im Moment ganz hektisch und ganz aktiv weiterentwickeln. Deep Learning, daher auch der Name vermutlich von DeepL. Und diese Dinge können wirklich magische Sachen. Die können ein Bild umbauen, als ein Foto umbauen, so dass es aussieht wie ein Gemälde von Da Vinci oder glaubhaft wie ein Gemälde von Picasso. Auch gerne das gleiche Bild, und man kann das dann vergleichen und merkt wirklich den stilistischen Unterschied. Und DeepL hat jetzt das Ganze mal auf den Bereich der Übersetzungen angewendet, und ich zeige euch eben, was das für einen Unterschied macht. Ich gebe hier mal einen Artikel ein von spiegel.de, wo es um nordkoreanische ja, Testraketen geht, die über Japan fliegen. Und wer YouTube in hoher Qualität sieht, der kann das jetzt tatsächlich sich selber durchlesen. Ich nehme mal ja, einen Satz hier aus der Mitte raus. Ja, mal den hier. Doch Nordkoreas Diktator Kim Jong-un schert sich nicht um japanische Katastrophenpläne. Und übersetzt hat das jetzt von Deutsch nach Englisch DeepL folgendermaßen: However, North Korea's Dictator Kim Jong-un does not care about Japanese disaster plans. Und man sieht da, dass die Wörter gut getroffen sind. Das ist oft so, dass bei der Auswahl von verschiedenen Wörtern, die gleiche Bedeutung haben können, wenn ich jetzt im Wörterbuch nach, keine Ahnung, Diktator guckt, dann ist das wahrscheinlich relativ eindeutig. Hier kann man einfach auf das Wort klicken. Aber es gäbe hier zum Beispiel auch Strongman. Und in dem Fall ist Diktator, glaube ich, schon das richtige Wort. Aber man kann eben theoretisch auswählen, und bei Google kommt einem das oft recht zufällig vor. Aber hier hat offensichtlich dieses neuronale Netz so eine Art Erkennungsleistung vollbracht, welcher Kontext ist hier außenrum, also welche Wortwahl ist angemessen. Und vor allem finde ich es beeindruckend, dass die Satzstellung korrekt ist. Also dass tatsächlich Dinge, die im Englischen in einer anderen Reihenfolge stehen, hier korrekt wiedergegeben sind, sodass es sich einigermaßen flüssig liest. Es gibt trotzdem einzelne Sätze, gerade wenn sie sehr komplex werden, die nicht hundertprozentig übernommen sind. Aber ja, es ist eine ganz andere Qualität. Es ist einfach beeindruckend. Also probiert das bitte aus, und ja, dann seid einfach beeindruckt. Manchmal darf man einfach über Technik staunen, und die hier ist richtig cool. Also ja, klasse Leistung. Ihr könnt das online ausprobieren: www.deepl.com/translate. Ist heute durch die Technikpresse gegangen, aber ich dachte, vielleicht kann ich den einen oder anderen von euch auch damit aufmerksam machen, dass ich dieses kleine Video mache. Und wir leben in spannenden Zeiten. Genießen wir es. Ich freue mich wie immer, wenn ihr mir einen Daumen hoch oder ein Abo dalasst, damit ihr auch auf die nächsten spannenden Entwicklungen im Technik- und IT-Bereich hingewiesen werden könnt von YouTube. Und ansonsten bedanke ich mich einfach fürs Zugucken, und wir sehen uns beim nächsten Mal. Au revoir!